Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Monopoly! Peter Nice! Der gönnt sich wieder die Bahnhöfe, finde ich sehr gut. Das Spiel ist nicht auf Team eigentlich ausgelegt, aber wir machen da trotzdem einfach mal eine Special-Folge. Christian und ich sind im Team und Jonathan und Brammen. Fiso Duck und Wario sind in einem Team. Ja, Bram ist doch der Kingpin. Scheiße, Mann. Ja, habe ich mal schon mal wieder einen für Team weggesteckt, dem ich nichts gerissen habe. Gut, was ist das denn? Das ist nice, das ist gut. Immer eine Straße schon mal für unser Team. Okay. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? So, Christian, jetzt bitte eine 4. Eine 5. Oder eine 6 auch. Eine 6 ist auch okay. 6er Pasch und dann würfeln. Nein, wir geben dir jetzt schon mal vor, was du zu würfeln hast. Eine 11, guck mal, Peter. Okay. Boah, das ist ja, auch schon eine Straße und die ist ein bisschen teurer sogar. Ja, das ist richtig. Guter Start. Das gefällt mir Sie alles gar nicht, wie das hier läuft. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Jeder hat einmal gewürfelt. Alter, spielst du so vergessen? Ich kein Bock mehr. So scheiß, ey. Ich bin raus. Na komm, Jay. Jetzt gleich schön. Was brauchst du? Peter, das ist nicht... Doch, das ist gut. Ah, guck mal, haben wir denen schon mal da die Straße noch weggesnackt. Deine Mutter ist wirklich Mutter. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das machen, wenn wir gegenseitig auf die Straßen zum Bezahlen kommen, aber das wird schon. Ja, stimmt. Ja! Ist gut. Nice. Das ist belastend. Eine Runde Renan. Geil. Das ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Das ist wirklich gut. Das ist schon mal wichtig. Komm, Bram. Nein! Ja, Money! Das kann doch nicht sein! Ja, wie unlucky. Das Gegnerteam stark geschwächt. Acht! Oh mein Gott. Ja, das wäre halt mega gut gewesen, wenn Bram schon zwei blaue gehabt hätte, Mann. Noch nicht so hoch. Eine 6? Also eine 7? Direkt nee, ins das ist da der Gemeinschaftsfeld. Ja, wäre okay, habe ich nochmal eine Chance auf die Orangen. Das Gegenteil von du musst ins Gefängnis. Ihr Zug beginnt jetzt. Komm jetzt. Oh, was ist das denn für ein Wurf? Ah, Gefängnis. Scheiße, das ist genau das gleiche. Fuck. Nein! Okay. Oh, nein, gut. Der hat jetzt schon die. Dann heißt das die Monopoly, Mann. Oh yeah. Sie und sehen wir, was die eins. Nein! Der aber dann kann der nochmal auf die Orangen würfeln. Ja, das ist so eine Kacke, Mann. Das ist scheiße. Du kannst nur auf die Orangen würfeln. Ja, ich will aber schneller vorankommen. So, warte mal jetzt. Bankrott. Sie sind Chase raus. Ey, wir müssten aber einmal nochmal die Regeln stecken. Was passiert, wenn... Ja, das ist die zweite Runde. Wenn ich beispielsweise an Peter pleite gehe oder das voraussichtlich dazu kommen wird, gebe ich schon vorher dann alle meine Sachen an Bram? Oder ja, sicher, wir können hin und her schieben, wenn wir wollen. Okay, also da ist okay. Ja, sicher, das haben wir vorher nicht gesagt. Also das sag ich jetzt einfach mal. Also halt auch, wenn du halt auf ein Hotel kommst, das nicht zahlen kannst und dann vorher nochmal mit Bram alles da abgibst oder sowas, damit du halt am Ende scheiße hast. Geil, Peter, dein E-Werk. Super, ne? Ja, aber... Nee, Wasserwerk. Noch viel besser. Da wäre ich tatsächlich gegen. Okay. Das heißt, wenn Weil's du... Halt also du kannst da zwar am Anfang deines Zuges machen, aber nicht in dem Moment, wo du drauf kommst quasi. Ist das ja, halt das kannst, Punkt? Ja. Das kannst du, würde ich sagen, Grundstück nur wenn dann mit Verkauf. Einem von Werden euch machen. Also, ja. Ich mit einem von euch beiden. Ja, okay, verstehe. Komm schnell, gönn dir. Gönn dir. Oh, das wäre jetzt eine absolute Oberkatastrophe. Come on! Das wäre so ein Grip einfach nur. Das heißt, fuck! Das ist der Bahnhof. Ach, du hast ja schon die eine orange. Hab ja, ich gerade die andere habe ich schon. Vercheckt. Fuck! Bahnhöfe bilden das Herz einer Stadt. Ah, nehmen wir mit. Eins, komm, eine 3. Komm, Baby. Komm, gib mir eine 3. Komm, gib mir eine 3. Ich bitte nicht. Oh, das ist schon viel zu viel. Das ist aber eine gelbe. Das ist auch doof. Na, nehmen wir natürlich mit. Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Werden Sie das sein? 2. Nee, das ist mehr. 6. Hauptstraße. Bahnhofstraße. Oh, ja. Peter, die Grünen, die reißen da diesmal. Was möchten Sie die haben mittlerweile Grünen. Von fast allem haben die mindestens eine Straße. Das zack die Grünen sind doch mittlerweile die Jawohl, er ist drüber. Sehr gut. Nein, ist er nicht! Er ist drüber? Ich würde nicht sagen, dass doch, genau, ist er doch. Oh. Er wäre genau draufgekommen und der Monopolymann fickt ihn. Ja, stimmt. Alter. Hattest du denn nicht eine Elf auf dem letzten? Du wärst auf verpacken gewesen. Come on! Komm schon, was, Baby. Was brauche ich jetzt? Eine 4. Eine 4. 4. Komm, Baby!
Wieso würfeln? Das ist schon. Ja! Ja! Nice! Track mich an, Baby! Track mich an, Baby! In der ersten Runde alle Orangen, wie viel Lack kann man haben, Alter? Ah, Skill! Nice. Skill im Team, Geilheit, Kaufen. Junge! Brettspielübersicht, fuck, Alt, Handel. Wo ist das? Brammen. Wer ja, baut von uns? Ja, zwei ja, du kannst ruhig bauen. Ich geb dir auch direkt noch ein bisschen Money, 900 ja. oder so drauf. Nee, gib mir nichts. Ich glaube, ich kann voll bauen. Ja? Okay. Aber gib mir noch mal ein bisschen. Gib mir mal so ein bisschen was. So, keine Ahnung, damit ich gleich nicht komplett pleite bin. So ja, ja, genau. 300 oder sowas. Ja. Ich muss das nur einstellen. Ja. Hallo. Hä? Ja. Lass jetzt rein. Wieso muss ich das drücken? Was kostet denn ein Haus? Ey, wieso kann ich es nicht gedrückt halten? Als ob! Ich kann es nicht gedrückt halten! Auch nicht mit dem Boah! Ist das an. Okay. Ah! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Reicht mir. Das ist stressig. Du musst die Orange jetzt annehmen. Was kostet denn ein Haus? 150 oder 200? 100. Ach, 100. Hier, einfach Moment, dazu, Moment, reicht das? Du hast 100, 5 Häuser. 15. Ja, sonst traden wir gleich nochmal. Ballern wir die jetzt so komplett drin. Voll schon? Ja, oder zu, also zumindest bis auf 4 Häuser jeweils. That's safe. Glückwunsch. Da brauchst du jetzt 2 Häuser. Ja. Gut gemacht. Hallo. So, jetzt die Frage, gehen wir auf Hotels oder nicht? Ja, scheiß auch direkt durch, wa? Ja, jo. Hier wird nicht gekleckert. Hier wird geklotzt. Ab und dafür, zerstört. Sehr gut. So, fertig. 500 reicht. Da kann ich noch alles kaufen. Ah, ein Knast. Alter, wenn du jetzt dann bei mir pleite gehst, ey, dann wäre richtig was ziemlich unerwartet. Brach vor eine kleine Finanzspritze. Komm mal drauf. Aber geh einfach beste Zeit raus. Ich kann dir Geld mit die Kohle, Alter, genau. Ich muss dir das Geld dann zurückgeben und den klicken. Nein, du kannst doch halten. Oder ich mach dir ein Angebot einfach. Ich kann dir das Angebot ja machen. Ach, Peter, das ist wahr nicht meine Runde. Ah, ich mach mal Controller rein. Ich hab irgendwie. Vielleicht klappt das besser. Ja, manipulieren mal ist gut. Peter, kommst du bitte jetzt auf Orange? Danke. Guck mal, das ist jetzt hier für eine Scheiße. Ja, okay, besser als nix. Jawohl, da ist auch noch eine rote weg. Schön. Ah. Jetzt müssen wir den nur noch von jedem einen snacken und dann ist gut. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Ich kaufe ich mal, ne? Ja, ja. Kauf's halt mal. So, ja, bezahlen. Grün und blau brauchen wir noch dringend. Mal gucken. So gefällt mir das. Oh, die ist auch noch frei, oder? Rückform ist auf los. Ja, zahl jedem 100. Gib mal Geld. Ja, kleine Finanzspritze ist okay. Spielen wir. Come on. Ab dafür. Gönn. Nice, 3. Noch ein Bahnhof. Jo. Okay, dann haben wir die Bahnhöfe Tour und Tour aufgeteilt. Ja, ein bisschen ärgerlich. Erstmal hart ja, abgemiaut. Wieso hast du überhaupt eine Katze, Bram? Meine Katzen stinken. Und ich stink auch. Wow. Ja, ist flawless logic auf jeden Fall. Naja. Schöne Ausgangsposition, bitte. Danke. Ich hoffe, Sie haben Glück. Jawohl, Money für den Chris. Ich hab nur 300. Los! Ja, ist egal, im Zweifel gebe ich dir ein bisschen blaue. Mehr. Was ist das denn? 11, okay. Oh, alles klar. Dann heißt Geld für euch. Ist immer gut. Ja, 7. Sie nicht auf. 6. Ja, nice, jetzt überall. So, jetzt kommt, ihr müsst da drauf kommen. Gleich. Nice. Schnellste Runde Monopoly. Das ist mega gut. Ja, kann echt passieren hier. Alter, ich komm nicht darüber, ey. Willst du mich verarschen? Ja, ich auch noch nicht. What the fuck? So macht ihr das bitte ab jetzt auch. Wir brauchen noch eine grüne und eine von den blauen, wa? Ja, das ist unsere letzte Hoffnung. 5. Alter, das kann doch nicht wahr sein! Ja, ja, für eure kriminellen Aktivitäten gehört ihr auch alle weggesperrt. Das ist schon richtig nass, Junge. Hat das Spiel schon richtig erkannt. Dann gehört man auch ins Gefängnis. So, dann komm schon, Baby.
Schaufel. Komm, mach ich denn jetzt, Peter? Soll ich dir jetzt schon mal alles schenken? 11? Weil theoretisch müsste ich dir 9. jetzt alles geben. Oder 12. Ja, wenn du drauf kommst, ist vorbei, dann darfst du mir nichts mehr geben. Soll ich dir da nicht schon mal zumindest die Straßen geben? Ja, denn du wirst nicht, wenn du jetzt drauf kommst, pleite gehen. Also dann macht das mit den Straßen auch keinen Sinn. Stimmt. Monopoly. Ja! Nein! Der Monopoly. Nein, der Monopoly. Oh Mann, der Monopoly, Hurensohn! Der kriegt eine rote, aber das ist egal. Ja, roten sind weg. Werden Sie das sein? Das ist gut, dass ich die hab. Ja, ja. Komm, Peter Smits. Wait, das heißt, wir tauschen gar nicht? Ja, doch. Also. Also klar, ich tausche gerne meine rote. Bezahlen. Meine rote steht zum Verkauf. Also, gerade wäre es von deren Seite sehr, sehr dumm, uns was zu geben. Was mache ich jetzt? Zahlen, oder? Ja, ich würde zahlen auf jeden Fall. Wir müssen die Grünen halt noch kriegen. Ja. Würfeln Sie und die Schlossallee. Und eigentlich auch hier vorne eine von den Lilanen. Oh. Alter, ey. Ich zahle die ganze Zeit. Ihre Miete ist fällig. Ah, bleib bei der Familie. Easy. Ja. Sie sind am Zug. Schmeidige 9. Das ist egal. Selbst wenn ich die 9 hätte, dann würde Jay halt die Kohle kriegen, ist okay. Was auch immer passiert. Er hat ja keine Sie Zinsen oder Geld, die Bank sich snackt dann. Sie sind dran. Okay, noch eine grüne, Christian. Was ist denn das? 3, 4, wow. Okay, keine grüne. Okay, schon. Mir gefällt, was Sie daraus gemacht haben. Das ist echt schön, weißt du, wir haben halt kaum was. 5, 7, 8. Stücke, Nummer. Komm schon, Peter. 5, 7, 8. Komm schon, Peter Smits. 5, 7, 8. Come on, Peter. Leute, ich kann vorher, ich könnte jetzt gar nicht mit Christian handeln. Kannst du nicht Grundstücke verwalten? Kannst du Grundstücke verwalten, oder? Okay. Dann musst du handeln. Ich überleg dir, meine Kohle zu geben. Also, ich hatte eben genauso viel Geld. Ja, dann gehst du direkt pleite, oder nicht? Ja, stimmt. Das wäre auch scheiße, oder? Ja. Nee, wenn du die Grundstücke abgibst, hast du einen, der nicht würfelt. Nicht pleite. Spielen wir. Ja, nee, aber wenn ich dir die Kohle geben würde. Nee, Peter, Alter. Was ist denn das für ein Schmutz? Nimm einfach den Pasch, oder? Nein, ah, ne, schade. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes Geld vor. So. Komm, jetzt eine grüne. Hast du noch eine gelbe oder eine grüne? Oh, 9. 1, 2, 3, 4. 9 ist auf jeden Fall grau. 4, 5 und 9. 4 ja, und 5 ergibt halt null Sinn. Ich glaube, 9 war. Hab ich die nicht schon? Nee, nee, aber die ist grau, ich sehe das doch im Hintergrund. Ja, dann müsstest du das doch, ja. Möchten Sie okay, Jay, die müssen wir jetzt snacken, die letzten. Wir brauchen den Rathausplatz. Ja. Ich würfel erst einmal. Ja, 15. So geht das, Leute! Ja, so müsst ihr das machen! Mach du das mal, dann ist da nicht so viel Platz Sie für uns. Sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Vielleicht sollten Sie bauen, ja, genau. Sehr gut. Nee, das ist nicht gut. Voran! Ja klar, was brauchst du jetzt? Manchmal passieren schlimme warte mal, lass mal einmal kurz zählen. Investoren niemals. Ich glaube, das ist ein 7, 8, oder? 8, ja. Come on. 8 ist bei Siedler eine gute Zahl. Das stimmt. Viererpasch! Viererpasch! Nee, come on! Mit Aufladung! 2! Was ist da hinten? 10. Nein! Scheiße! Ja, aber jemand du kommst endlich mal aufs Grundstück bereits. Na, gucken wir mal, ist noch nicht da. Ja, noch ist er nicht da. Okay, Christian, nütz. 3. Ich hab schon gewürfelt, das ist eine 4 und eine 1. Das ist okay. Warte mal, die Goethestraße, hat die schon nö, jemand? Die hat da auch noch keiner, dann nehmen wir doch erstmal die 1. Ich weiß nicht, was die 5 wäre. Das ist ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Und ihr habt ja noch nicht bereit, als 2er raufzukommen. Genau. Sehr geringe Chance, aber. Komm, jetzt so eine blaue wäre jetzt auch nochmal ganz sexy. Okay, dann nicht. Wäre einfach, wenn du mal schöne braune kriegst, die passt. Ja, okay, nehme ich auch. Die sind noch offen. Wie dein Gesicht, das ist nämlich auch wieder mein und dein Arsch. Ja, genau, dein Gesicht sieht aus wie mein Arsch. Richtig. Nein, sind beide offen. Komm, Jenny, 12. Schade. Oh, nee. Das kann doch nicht wahr sein! Als ob ich jemals wieder ins Gefängnis komme! Dieser kriminelle Jonathan da mit seinem komischen Hotel oder reingesteckt. Alles Mafiosi-Geschichten. Spielen wir! Das ist so ein Witz! Moment, wir müssen ja alle Optionen offen halten, auf die Orange zu kommen. Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Geld, falls du gleich darauf kommst, sie zu kaufen. Ja, die kostet 250 oder nicht? Und da brauchst du ja auch noch ein bisschen Geld. 21 oder so.
Alter, mein Sugar Daddy gibt mir ein bisschen Geld. Geil. Da sehe ich mich. Okay, und jetzt? Nimm an. Nee, das war scheiße. Das machen wir nochmal. Deswegen landen die ganze Zeit im Knast da, wegen solchen Geschäften. Genau. Geldwäsche. Geldwäsche Bram und KKG ist das gerade. So, okay, und jetzt? Gib dem noch ein bisschen mehr, dann kann er noch direkt... Ich glaube, dem muss da mindestens einen oder so hinzufügen. Ah, okay, ja, okay, gut. Cool. Dann hier mal vertauschen wir so. Ja, kann ich gerade noch so akzeptieren. So, spielen. Sie sind dran. Jetzt... Geh mal schön über los. Da ist die Fünf! Ja, jawohl. Da ist er doch, die Schlossallee! Nice! Fuck me. Da ist noch die grüne und eine braune. Ansonsten haben wir sie im Sack, Jonathan. William Moritz ab. Ist halt echt so. Keine zwei! Keine zwei jetzt, Christian. Wir müssen auch ein bisschen Glück haben. Komm schon. Er hat da doch eine 2. Und eine 2 und eine 3. Es wird etwas Gutes passieren. Rück vor bis zur Schlossallee. Ja, nice! Ja, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ey, willkommen, Bruder. Bezahle ich gleich wieder? Ja, ne, wir müssen die Grüne vor den anderen. Ja, wir müssen die Grüne snacken, auf jeden Fall. Ah, sieht gut aus. Gute Ausgangsposition, Peter. Gefällt mir. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ich schon von, Peter, das war der Start bezahlt Peter, haben. Müssen wir eigentlich mal drüber nachdenken, irgendwie irgendwelche Straßen zu ertauschen? Weil ich meine, also so eine rote oder eine blaue könnten wir eigentlich ganz gut brauchen, wa? Ja, wie soll man das machen? So geht das, Leute! Ich weiß nicht, muss man Jay fragen, was will der denn für die rote haben? Ja, ich glaube, ich gebe die Bram. Dann habe ich gar keinen Stress, ich habe nur die Orangen. Nehmen wir. Erfolgreiche Menschen tragen ihr eigenes Glück. Okay, rück vor bis zum nächsten Bahnhof. Okay, besitze ich selber. Die gute Frage, ich glaube, ich würde, ich würde sagen, wir warten da noch drauf. Wobei, Peter hat 2 hellblaue, oder? Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Ich habe 2 hellblaue. Ja. Ihr gebt beide roten an Bram. Ja, auf keinen Fall. Dann kriegt er mit der blauen das dann irgendwie. Ja, nur ein Vorschlag. Ich finde das ja fair, wenn Bram auch bauen kann. Sie sind auch fair finden. So, dann komm schon, Baby. Sehr gut, das kann nicht wahr sein. Diese Karten, diese orangene Farbe ist doch auch gedoomt, ey. Damit hat so lange keiner mehr gewonnen. Was willst du denn für die roten? Also du willst die roten haben. Ich will, dass Bram blauen kann. Bauen kann. Aber ich weiß nicht, ob Bram mit hellblau zufrieden ist. Sind wir mit hellblau zufrieden? Ist die Frage. Achso, ihr wollt blau. Wir sollten einfach noch warten. Wir sollten einfach noch warten, bis die eine gelbe oder die grüne raus ist. Oder das? Ich hab kein Problem mit zu warten. Wir können auch den Asimov machen und gar nicht an. Nee, gar nicht finde ich auch uncool, aber ich finde halt, schon, du solltest bauen können. Also man muss ja schon einen Vorteil daraus haben, dass wir ein bisschen Glück haben. Also ich könnte dir, ich kann dir halt nur die eine blaue geben, die ich. Nee, ich habe gar keine blaue. Ich habe die beiden blauen. Und dann muss Peter eh handeln. Ich gebe gleich einfach Bram erstmal die rote. Danach können wir. Danach würfeln ihr dann Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Das sieht gut aus, oder? Oh. Nee, oh, doch, 8, ja. Moment, ist 8 gut? Hasch ist 6. Nein! Perfekte Ausgangslage. Das kann nicht wahr sein. Geht trotzdem. Komm, 4! Nein! Was ist denn das Monopoly, Mann? Oh, das ist die gelbe. Möchten Sie dieses Grundstück noch mit Gelb und Rot kriegen wir uns doch bestimmt einig. Also kriegt ihr euch bestimmt ein. Blau und Rot meinst du, kriegen wir uns ein? Nee, mit Gelb und Rot. Hellblau. So, warte kurz, Grundstücke verwalten. LB, Handel mit Herrn Kätzchen. Miau, miau, miau. Besteht, da gibt es auch ein Angebot. Alter. Hier. Bram ist Katze, ja. Ich bin Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Seh mich an! So.
Könnt ihr untereinander ausmachen. Ja, wir haben jeweils, wir haben von den roten und von den gelben jeweils zwei. Mhm. Und von den blauen. Na komm, Jay, jetzt hol dir einfach noch die grüne weg, dann sind die im Zugzwang. Ups. Also wenn wir nicht sagen, kriegen wir die gelben und die blauen. Nein, was? Ich hab mich verdrückt. Jay macht einfach das Chill weg. Ja, pass. Wann komm ich hier raus? Bau wieder auf, drück erst Shift einmal. Wie komme ich hier raus? Sie machen ernst. Also, Escape im Zweifel. Spielen! So! Ja, so Alter! Muss man jetzt auch nicht werden. Ja, es war richtig dumm. Ich finde, dafür gehört Jay einfach mal wieder in den Knast. Einfach mal gerade hier wieder hingeschossen. Oh Mann, bezahlen. Ey. Okay, was brauche ich denn Schönes? Eine 6, wa? Ja, das ist zu viel. Nope. Nope, nope, nope. Was ist das denn? Bahnhof. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Kann einer von euch jetzt mal auf die Orangen kommen? Ja, das ist ja machen wir gerade schwierig. Minus 1. Ja, aber wie machen wir das denn? Wären wir dann bei. Warte mal. Peter, hätten wir gerne rot oder hätten wir gerne gelb? Ja, vielleicht. Ja, ich würfel einfach mal, dann kannst du ja mal. Das ist eine 13. Das ist eine 11, das ist die Rathausplatz für euch. Das ist ganz schlecht. Wir haben eine ganz schlechte Ausgangslage jetzt. Fuck. Also Christian, oder? Ja, vielleicht sollen wir nochmal überlegen. Auktion! Möchten Sie investieren? Du handelst mich jetzt an und lässt dir von mir Shit geben. Das ist ganz scheiße. Und Money. Und Money. Das kann nicht gut, sein. Gut, dass wir denen nichts gegeben haben, sonst hätten die jetzt zwei volle Straßenstunden. Da gibt es auch ein Angebot. Die haben ja noch uns kein Angebot gegeben, weißt du, das ist ja so wie mit Sancho und Menu. Weißt du, die ganze Zeit irgendwelche Angebote ja, äußern, Moment, aber dann nichts machen. Hallo, zurück! Ich muss auf die Katze gehen und der die zwei Grünen geben. Ja, genau, die Katze ist Peter. Alter, ich klick doch da drauf! Plus, wie viel Geld meinst du? Du brauchst halt, ein Haus kostet 200, ne? Das heißt, ein Hotel kostet auch 200. Sag mir nicht, du kannst auch nicht gedrückt halten. Das ist eine schnuckelige 3000. Einfach die Falltasten. 200 sind 2000. Wie viel Geld habe ich denn? 600 bräuchte ich schon. Ja, ja, kein Ding. Bedien dich, das ist die einzige Chance. Kannst du ja auch mehr nehmen. Bedien dich. Ich nehme mal 700, dann sind wir. Hab ich was verrechnet? Müsst ihr nicht. Ja, du hast das noch nicht hinzugefügt. Braucht ihr nicht 3000? Sind denn nicht 4 Häuser plus ein Haus? Also 5 Häuser. Also 200. Ja, das sind doch 1000 pro Straße. Ah ja, pro Straße. Oh nein. Du brauchst all mein Money. Du darfst dir nicht helfen. Ja, was denn? Dann dauert das doch noch länger, wenn den gleich auffüllt. Oh, wir können ja, aber vielleicht Häuser ist dann die Runde bauen. Dann auf einmal vorbei. Wir können ja, einmal vorbei rüber huschen. Ich kann nicht all dein Geld abzwacken. Wenn du nichts machst, dann passiert da auch. Doch. Und, oh mein Gott. Dann nimm am besten auch direkt meine Straßen mit, weil, wenn ich dann pleite gehe, dann würden die Straßen kriegen und das wäre scheiße. Jetzt sind wir da komplett gemolken. Ja, wir müssen jetzt hier alles auf Christians Karte setzen, weil sonst funktioniert das nicht. Moment, wie viel Geld nimmst du? Der hat doch nur 1400. Ich habe 1664, mein Freund. Ja. Warum steht bei mir 1000? Hä, jetzt wie kann ich denn mehr nehmen? Ja, aber wie geht denn? Hä, aber wie geht denn das überhaupt? So, ja, vor allem, ja, wenn also ich jetzt nochmal auf Geld hinzufügen drücke, dann wird immer mehr. Nee, voll. Ja, das ist aber weniger geworden. Jetzt ist es weniger geworden. Ja, macht ja auch nur Sinn. Das ist halt Bargeld plus die Hauptstraße, war der Gesamtwert. Ach so, ah ja, das ergibt Sinn. Ja, Peter, also das finde ich ja schon ganz schön frech von euch. Ich kann die Straße nicht anklicken. Na. So, hier noch mehr? Die Rode auch? Alles! Wir wollen denen doch nichts überlassen, wenn ich jetzt gleich an den pleite gehe, weil ich kein Money mehr habe. Das ist ein schlechter Tauschspieler, ich würde den nicht machen. Der ist finanziell nicht so smart. So? 2. Ja, fair. Ich weiß nur nicht, ob das dann auskommt noch mit dem Geld, aber gucken wir mal. Keine Ahnung, einfach nämlich nicht. Oder instant pleite. Bam! 300 hat er noch, ist doch easy. Ja, und du brauchst noch 300, glaube ich. Gut gespielt. Vielleicht reichen auch erstmal 4 Häuser.
3 reichen eigentlich auch. Ausgezeichnet. Alter, 1000 halt einfach mal, ne? Ja, 3 ist halt die Schwelle, wa? Ja, ich drücke Shift. Lol, wir haben keine Häuser. Ja, doch. Wieso kann ich nicht mehr bauen? Da sind schon 2 drauf. Du musst jetzt auf einen der anderen bauen. Stimmt. Ich fühle mich woanders gekriegt. Bleiben wir erstmal bei 3 oder 4? Nein, ja, 4 geht schon klar, würde ich sagen. Weil die stehen auch direkt davor, Junge. Das muss also einer von denen zumindest. Oh, komm, das wäre so awesome. Alter, wenn ich jetzt direkt auf mit dem Auto. Oh, Junge, was machst du jetzt für Quatsch? Ja, warte, in ein Hotel ist doch okay. Was heißt, was ja, aber Quatsch? Dann macht er doch nicht auf die billige, wenn du schon ein Hotel machst. Dann macht er doch wenigstens auf die teure. Hey Jay, du kriegst sofort meine Kohle, bevor du ziehst. Damit du nichts verkaufen musst. Ihr Zug beginnt jetzt. Na, Peter hätte die Straße auch kaufen können, oder? Ah, ne, 4 ist Gefängnis. Ne, geh nicht ins Gefängnis, da stehst du vor den Orangenen. Ja, aber eigentlich ist Gefängnis gar nicht so verkehrt, oder? Wenn ich dann 3 Runden. Ja, aber, aber da kannst du doch zumindest. Ja, hast schon recht, hast schon recht. Nimm die 6. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes. Leute, ich Idiot. Das bist ja gar nicht du. Oh, Mann, Alter. Da hab ich drüber nachgedacht. Das ist ja die 6 ist ja safe. Ja, das ist ja meine, das ist ja Hotel, das ist ja kein Problem. Aber das ist ja deins und nicht meins. Alter. So, Jay, 2 gegen 1 nur noch. Das kriegen wir. Das ist natürlich. Oh nein. Oh Mann, das ist so. So, Jay, zock dir vor meine Kohle, falls du auf die 1200er kommst, damit die Hotels sich abreißen muss. Nimm alles. Wie brauchst du? 1275. Alter, das fickt mich komplett tot. Ja, deswegen höre ich halt. Nimm mein ganzes Geld. Just in case, wenn du draufkommst. Ey, Peter, das war, glaube ich, bestimmt der Move des Monats. Oder so. Das war richtig dummy-mäßig. Oh Mann. Also auf jeden Fall, wie heißt das, die Glanzleistung des Monats? Warum gibt's kein Team-Modus im Monopoly, ey? Das ist gut, wir haben jetzt halt die Chance, doppelt Geld zu generieren mit Los. Also es ist schon besser, wenn man noch drin ist. Ja, ja klar, ist das besser, wenn man noch zu zweit spielt. Ja, würde ich auch sagen, ja. So, die doppelte Chance, ja. Welches. Also ne, so viele Straßen sind gar nicht mehr da. Das wäre das erste Mal, wenn die Grüne ins Spiel gewinnt. Hast du jetzt genug? Ja, jetzt reicht es. Jetzt kannst du drüber springen. Also drüber springen wäre natürlich geiler. Ich würfel jetzt eine 3. Ja, guck mal, easy game. Doch. Du warst immer noch nicht über los, Mann. Das ist so lächerlich, ne? Ich bin da schon pleite und ich bin noch nicht einmal über losgekommen. Ja, dann sprich ich jetzt mal durch. Ja, ist ja egal, da ist nichts Gefährliches. Ja, sehr gut. Endlich daheim. Boah, ey, uns zwei da haben. Wir müssen jetzt jedes Mal darüber traden, bis Christian endlich mal uns Kohle ja, gibt. Ja, ich weiß. Das ist super nervig. Boah, 8 ist schlecht. Das ist die Schlösserlee. Ah, das ist eigentlich ganz okay. Warum brauchen wir das Geld? Für ein Grundstück, ey. Die Parkstraße ist noch offen, ne? Die wäre auch nicht schlecht. Die ist noch offen. Spielen wir. Minus 1. Guck mal, Jay ist wohl los. Alter, ich darf direkt zahlen. 400, 200. 400? Come on. Nicht gut, gar nicht gut. So, Einkommensteuer Moment. Ist halt auch frech. Du musst mir jetzt die Kohle geben. Ich brauche jetzt von dir Geld. Ja, stimmt. Das ist doch richtig. Alter. Was kostet? 800, wa? Ne, 1000. Oh ne, Alter. Das ist doch komplett. Kannst du gedrückt halten? Ja, ich Falltasten konnte ich gedrückt halten, das geht dann eigentlich. Alter, wenn wir das einmal falsch traden, Jay, sind wir im Sack. Ja, aber immerhin sind wir noch drin, beide. Das stimmt. So, also ich schnapp mir jetzt dann quasi die Kohle von dir, spring am besten auch noch auf die Orangenen drauf, dann hast du die Kohle direkt wieder. Kann man handeln? Es wird einfacher. Kann man auch handeln, wenn man bezahlen muss? Da Geld hinzufügen. Ja, aber da haben wir vorher gesagt, machen wir das nicht. Wie lautet ihr Angebot? Ja, stimmt. Ja.
Na. Aber Christian, ich hab, wenn ich so drüber nachdenke, die Straßen sind ja eh alle weg. Und wir haben jetzt eine Chance weniger, dass wir zahlen müssen. Und die beiden haben noch eine doppelte Chance, ja, das dass die bei uns drauf kommen. Also eigentlich war das gar nicht so doof. Das ist Auslegungssache, ne? Also, ja, wär geiler, wenn Bram auch noch bauen könnte. Wer wird der Glückliche sein? Muss man sagen. Ja, aber das stimmt, dafür bräuchte der auch ein bisschen mehr Cash. Komm, jetzt oder? 12er Pack. Ja, aber keiner von euch da drauf kommt, meine Scheiße. Die seit. Kann ja jetzt auch nur noch Runden einer drauf kommen. Weil ja, mach so das jetzt mal. Gefällt, was sie daraus gemacht haben. Ja, genau, weil ihr so smart seid. Aha. Was gibt es? Aha. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Nicht. Wir haben eine. Ja, werden Sie zum Grundstücksbesitzer. Wie viel sind Sie bereit zu zahlen? Ja. Nein, du willst hier zumindest nicht unter Verkaufspreis an den Gegner gehen. Ja, oder? Also, finde ich auch nicht dumm. Aber dann hast du halt wieder eine Straße mehr, wo die mit Monopoly-Mann draufkommen, wa? Aber kommen die untereinander ja auch. Also das macht halt keinen Unterschied. Vor allen Dingen schieben die sich da sowieso die Kohle hin, ja? Also. Das ist schlecht. Ich hab nicht aufgepasst. Was? Nein! Weil ich bin so ein Dulli heute, ey. Das ist ja okay. Also, das ist ja okay. Ich bin heute echt der Idiot von dem Herrn, ey. Nee, Peter war schlimmer. Nee, das war's. Nee, ich hab einfach immer mein Geld umsonst aus. Ich hab mich umentschieden, das war klug. Wenn ich Dulli bin. Gucken wir mal. Ja. Können wir hin? Das ist Wasser, nee, das Wasserwerk. Oh! Sie können dieses Grundstück. Ja, die kaufen wir natürlich auf jeden was Fall. Was möchten Sie tun? So. Was machen wir jetzt damit? Bin drüber gesprungen über ihn. Das Einzige, was noch frei ist, ist die zweite braune jetzt. Du brauchst Kohle, falls du da gleich drüber kommst. E-Werk. Außer Peter kommt vor bei dir raus. Also ich würde sagen, wir warten noch eine Runde. Ob Christian da drauf kommt, weil wenn nicht, Entschuldigung, ja, ob Christian bei dir drauf kommt, wenn nicht, gebe ich dir die Kohle für die Grünen. Und hypothetisiere alles. Komm, Christian, jetzt einmal Pain jetzt. Komm, ey! Das wäre jetzt echt belastend. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Das kann nicht sein, ey. Das ist Wasserwerk. Das ist Monopoly, Mann. Das ist ein Schmutz. Ah, ne, stimmt, das ist ja Monopoly, Mann. Das gibt ja noch die Turmstraße. Stimmt, das gibt ja noch die Turmstraße. Ja, und das Elektrizitätswerk gibt auch noch. Ey, guck mal, Peter. Ja, nice. Da willst du. Ja, weiß ich gar nicht. Warte mal, wer ist denn eigentlich wo? Guck mal da, der Katze da. Der Katzenmann. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Braune und die Grünen, so gesehen eigentlich die schlimmsten, die man haben kann. Aber Christian, ich sehe dich da. Gut gespielt. Geh zurück zur Badstraße, Gibbet. Ich glaub, so scheiße ist Braun nicht. Ich glaub, Blau ist schlechter in der Tierliste. Da jetzt ist das E-Werk noch offen mit dem Monopoly-Mann. Ja, bitte komm, Monopoly-Mann. Jawohl, da ist er direkt weg. Der Rotz. Stellt längst Zug ever. Möge der beste Investor gewinnen. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt passt der auf. Weißt du? Investition. Ja, es ja, ist mir einmal passiert, dass ich Scheiße gebaut habe. Wenn ich jetzt 200 habe oder 100, wenn ich da drauf komme, ist nee. Ja, du hast so viel Geld verkaufen du los. Richtig viel hypothekisieren. Naja, also dann geht das Hypothekisieren los. So, das war's jetzt. Jetzt ist Polen offen. Da springen wir mal easy drüber. So, jetzt muss ich dir noch die Kohle geben, ne?
Schlaue Investoren geben niemals auf. Das? Ja, du stehst direkt davor. Ah, nee, du stehst hier vorne, wa? Ja. Steht ja, sehr nah nebeneinander. Steht beim E-Werk. Das ja, stimmt. Viel Glück. Ja, Bus ist schon mal gut. Das kann doch nicht eins. Ja, die zwei ist meiner. Also, ja. Meine zwei. Sie sind zu Hause. Sie sind zu Hause. Ach komm, gleich eine Elf, Christian Stachelhaus. Ja, Moment. Du bist erstmal dran. So geht das. Ja. Doch, so geht das. Ich bin das dritte Mal jetzt auf meinem scheiß Grundstück. Kann doch nicht wahr sein. Nein, nee, du kannst mir nicht das Geld geben. Besteht. Nee, du gibst mir Money. Ah ja, das ist sinnvoll. Weil ich da jetzt direkt draufspringe. Aber bislang hat uns das doch gar nichts gebracht, dass wir diese Scheiße hin und her. Nee, aber stell dir vor, es passiert. Ja, das ist bei Versicherungen hält Jay das auch immer genauso. Bisher hat uns die Scheiße nie was gebracht. Deswegen. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Der Motor der Geschäftswelt bist du, Jonathan. Los, würfeln Sie. Yo, das sieht gut aus. Ah ne, das ist der Bahnhof oder so. Money für mich. Ja. Ah. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Guck mal, so schnell geht das. Siehst du, komm schon, Christian. Dauerhaft. Ja, ich hab das schon angesehen. Jetzt 11. Baby! Oh! Vier ab. Ich darf hin, wo ich hin will. Ja, ein Knast wäre jetzt irgendwie doof, aber frei parken lacht mich irgendwie so an. Ja. Warte, lass kurz überlegen, ob es noch was anderes gibt. Ja, Gefängnis, wenn ich da rauskomme, würfel ich direkt wieder auf Orange. Also würde ich ja, einen hinter Scheiße. Orange gehen. Ja, ich stimme dir dazu. Die einen nach unten. Alle sind jetzt schon ich weg, alle Straßen, das bringt gar nichts mehr. Man könnte ja, nur überlegen, ob ich von draußen... Ja. Das nenne ich sicher. Ja, komm. Ja, guck mal, Bus. Easy. Die 10 ist, glaube ich, ganz praktisch sogar. Ja, hätte ich auch gesagt. Scheiß drauf, wenn ich da ein bisschen zahlen muss. Ja. Die 6 ist halt Opernplatz. 4 könnte man noch machen. Aber dann könnte auch gefährlich sein halt. Ja. Ne? Nee. So mit Häuser renovieren und so eine Scheiße. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Unangenehm. Sie müssen Miete zahlen. 100 ist gut. Los, würfeln Sie. Ist es realistisch, dass ich von hier schon da drauf springe? Ach, nee, nee, aber nee. War die nicht mit dem Bus? Alter! Das war knapp. Ja. Das war echt ja super knapp. Ja. Holy shit. Oh Gott, Alter. Ja komm, oh, eine Runde Risiko kannst du doch machen. Jetzt nee, eine Elf. Nee, Peter, 12 finde ich okay. Ja, okay, keine Ahnung. Mein Gott, was ist das? What the fuck? Das ist die 10. Holy shit. Ach, wie knapp. Da ist okay. Alter. Lass das doch gut. Schon im Knast. So. Moment, aber du brauchst jetzt meinen Money noch. Hä, hey, was? Ich hab doch kein. Also doch. Hey, ich hab doch keinen Money. Ja, aber du musst 1200 quasi haben. Dann, ja. Ja. Weißt du? Hypothekisier mal lieber alles. Das ist für mich genug. Ja, genau. Nein, das wollte ich nicht tun. Oh nein, wir fangen jetzt nicht an zu hypothekisieren, oder? Doch, das müssen wir ja. Wir brauchen ja die Kohle. Oh, das kann doch Jay auch machen, oder? Ja, nee, aber mit seinen Straßen. Ich hab ja noch. Ja, richtig. Komm. Also wenn unsere, drei Hotels down geht, ja, ich dachte, du hättest mehr Straßen. So, das reicht dann für die 1200, ja. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Ja, ab dafür. Jetzt kommt da keiner auf die hohen Orangen. Komm, du musst das 50 kommt noch. Noch, egal, das können wir gleich noch machen. Oder? Und dann geh da rüber. Ich finde das gut, dass die Steuer so easy ist. Sie handeln? Ja. Sehr intuitiv, das Ganze. Ja. Geil, Zug beenden. Sie sind am so, Zug. So, Knast wäre jetzt nicht so schön. Ach, leck mich doch. Tja, dann geht's wohl ab in den Knast. Machen wir dann geht's eine wohl Pause. Ab in den Knast. Jay, spring da jetzt bitte drüber. Ich tue mein Bestes. Piep, piep. Ich würde sagen, wenn einer von uns zahlen muss, dann ein Haus der, der zahlen muss, der gibt da. Ne, Moment, dann gibst du mir deine ganzen Sachen und gibst auf, weil es macht keinen Sinn.
dann, also ich will halt meine Hotels da nicht verkaufen. Nee, ja, das macht keinen Sinn, Peter, weil ich muss 50 bezahlen, um aus dem Knast zu kommen. Stimmt. Aber es wird schon passen. Das wäre ich schon wieder am Gefängnis. Also nicht pleite gegangen, aber... Ich bin mir da sicher, da wird nichts passieren. Das ist gut, das ist gut. Ja, easy. Money, money. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Kann Bram wieder rauskommen. Das ist halt belastend mit dem Monopoly-Mann jetzt, weißt du, die gegenseitig auf die Felder auch noch kommen. Schade. Komm, Christian, mach die 8. Viererpasch, Dreierpasch, Viererpasch, Dreierpasch. Come on. Come on, Christian. Oh, da war ein Pass. Mann, ey. Oh, Alter, mein Herz. Nein. Was war das denn? Viel Glück. Ist doch nichts passiert. Macht das schon. Ich suche euch jetzt. Okay, suche ich euch nicht. Eine 2! Alter, das ist ein Witz! Eine 2! Guck mal! Nice, nice! Das ist ein Witz! 200 oder so! Ich konnte noch nicht einmal über los mein Geld bekommen! Und ich bin auch nur zweimal über los! Du bist zweimal darüber gegangen! Ja, was heißt das denn? Ich bin erst zweimal. Ich jetzt nochmal zwei Würfel, ne? Das ist eine 11. Wollt euch besuchen! Alter, das ist mega teuer, das Hurenwasserwerk! Na, guck mal, gut, dass ich beide habe. 110! Ja. Alter! Geld ist schon raus davon. Ja, so eine Scheiße. Was ist das? Das ist eine 9. So, jetzt, komm, Christian. 3-4er-Pasch. 3-4er-Pasch. Komm, so schwer ist das doch nicht. Das ist nice, 9. Christian, nice. Das tut so weh, vor allem, weil der immer wieder da drauf kommt gerade. Eine 6 und eine 9 hat er gerade gewürfelt. Ihr Zug beginnt jetzt. Und gleich würfelt er irgendeine Scheiße. Weiß man doch gar nicht. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Das ist auch eine dreckige Wix-Ausgangsposition gleich. Ja, pass auf, so. Ich würfel jetzt einfach, wenn ich bankrott gehe, dann schicke ich dir einfach alles direkt. Naja. Okay, oder ich gehe einfach mit einer 4 gemütlich da raus. Das kannst du jetzt gut nachmachen, Christian. Ja, mit dem Viererpasch. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Reich. Ach, komm, Chris. Komm, Christian. Come on. Komm, Baby. Please! 4, nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich hasse dieses Spiel heute. Was ist denn heute los? Aber wirklich, das ist ja wirklich, es geht mit dem Teufel zu. Hey, Moment, du brauchst jetzt irgendwas von mir, Jay. Was soll ich denn von dir brauchen? Ich muss einfach jetzt gleich zahlen. Hey, du darfst aber oder halt nicht, was soll ich machen? Also ich kann doch jetzt nicht 39 von dir verlangen. Nee, aber du kannst meine Straßen noch nehmen und die hypothekisieren. Damit du da nicht drauf kommst, damit du nicht das Hotel machen musst. Deine Straße gibt 70, glaube ich. Okay. Ja, wenn die Hotels höchstens sind wir gefickt. Ach Quatsch. Wie lautet die Ansteuerung? Ja, scheiße, das eine musst du mit der Tastatur machen. Selbst mit der Maus, du kannst halt, weißt du, da wo der Zeigefinger ist, kannst du nicht hinklicken. So. Ja, dann guckst du dir an, wie viel der. So. Ja. Dann tauschen wir gleich wieder zurück. Quatsch. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Das ist ein guter Deal. Ja, vielleicht, du musst ja gleich auch hypothekisieren. Ja, was denn? So, jetzt kann ich erstmal aber playen. Weil vielleicht kommen wir auch gar nicht drauf. Da kann ich gleich noch hypothekisieren. Genau. F. Ne, warte mal, 10, meine ich. Oh mein Gott, viel. Nee, nicht schön. Gott, ist 14? Das ist der Hauptbahnhof. Naja. Jemand besitzt dieses Grundstück. Sie müssen Miete zahlen. Mein Gott, ist das immer knapp, ey. Leck mich doch am Arsch. Alter, ey. Aber ab dafür. So, Christian. Du machst das jetzt auch mit der 5? Nur ohne Monopoly, Mann. Sie hatten mit dem Geld machst du nicht. Etwas anderes. Machst du nicht. Das ist nicht gut. Mit der doch, 5 ist gut. Ohne Monopoly, Mann. Aber mit der einer Fahrt. Geil, von euch ist auch noch keiner auf die Grünen gekommen. So, das finde ich halt auch witzig. So, keiner ist bei irgendjemandem schon wirklich draufgekommen. Oh, so. Ey, ist zu kotzen. Wuff. Mega gut. Sie sind dran. Okay, Bram, wie machen wir das jetzt? Ja, lauf erstmal. Ja, ja. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. 1000. Nee, wir retten mich nicht an Christian. Aber du hast doch die zwei hypothekisierten Straßen. Ja, die gebe ich dir jetzt noch. Geht das?
Du gibst mir einen Dollar und nimmst alles, was ich habe. Und wenn ich daran den Abgang mache, ist das halt so. Ich glaub schon, du kriegst ja sogar die Frage gestellt, ob du die Ente hast. Ja, und die Kohle noch. Für mich investieren wir jetzt nicht die Kohle. Ich bin jetzt der Typ, ich renne jetzt immer wieder über los. Und wenn ich die 200 kriege, schmeiß ich die zu, wenn ich bankrott bin, wie ich bankrott. Okay. Wir gehen rein in die Bücher. Spielen wir! 9. Komm, geh auf los. Das ist ein 10, den. Scheiße. Das ist okay. Ein Dollar können wir gerade noch erübrigen. Da bin ich mit meinem Zwei Kopf. Leute schon an Grün pleite gegangen. Ja. Oh Mann, schade, ey. Dass es so weit was kommen Quatsch. Musste, aber sie haben gut gekämpft. Fuck, jetzt haben wir den 1 Dollar gezahlt, so eine Scheiße. Was ist denn J-Bow? Das ist ein Auto-Job und 18 noch. 30 Jahre weg. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Eine 10! Schauen wir, ob das Glück Ihnen hart ist. Zahl! Nice! Nein! Okay, Jay, was hältst du von alles zu boutiquisieren und auf die Parkschlossschlosser dir was bauen? Hab ich auch drüber nachgedacht. Ich würfel erst einmal. Jetzt. Ich nehm nicht die 1. Ich bin aber auch nicht so schnell sein. Ja, dann nimm die 1. So schnell? Du hast eine 1? Ja, komm, nimm die 1. No risk, kein Spaß. Aber wir haben noch keine Häuser renoviert. Du hast eine 5, Junge. Und die Schlossallee ist noch nicht. Nee. Nimm die 4. Fünf schnell. Nimm die 4 auf den Knast. So, und jetzt alles hypothetisieren und hoch die Schlossallee. Du hast richtig viel, was du hypothetisieren kannst. Hä? Das ist nicht deine. Steht doch im Besitz? Ach so. Ja, von Christian. Ja, von mir. Verzweifelte Zeiten verlangen nicht meine Straßen. Da vergisst die Orangen nicht. Ja, ich war. Damit erkaufen sie sich etwas. Und die gelben Zeit. Und die roten. Ah, die behalten wir noch mal kurz. Sie haben getan, was getan werden musste. Den? Er kriegt ein Haus. Er kriegt Scheiß drauf. Und links die rote noch. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Haben wir alle? Damit haben wir alle, ja. Du hast nur noch orange und hellblau. Okay, let's go all in. Ja, wobei, so reicht eigentlich schon, oder? Das ist all in genug. Ja, würde ich auch gerade sagen, das reicht eigentlich schon. All in, aber nicht ganz. Almost all in. Come on! Wenn du nicht draufkommst, ist das. Kann doch nicht wahr sein! 9. Wir haben die beiden besten Straßen gefühlt. Komm, 3 zurück, 3 Felder zurück. Okay, das gibt es nur bei einem eigenen Feld. Beratungsgebühr. Ja, ich berate die Menschen sehr gerne. Schon Fragen, die ich nicht weiß. Oh, scheiße. Good job. Ach, ich stehe da oder wieder hinten mit dem Süd, ey. Sie sind dran. Wo gleich nicht machen. Das ist eine gute. Denken Sie ja, bitte nicht noch mit 10, das Zug stimmt. Nach. Na doch. Nee, mein Bus ist okay. Alter, what the fuck? Ja, Ming. Boah. Ich will mich nicht so schnell bewegen. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau Jonathan ausgedacht? Steht da oben ganz gut. Zumindest so 2 Häuser kann ich ja noch bauen. Sie machen ernst? Ja, du darfst da jetzt nicht drauf kommen, wa? Ich will da nicht drauf kommen. Ja, bitte nicht. Ach, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Gut nicht! Alter! 10, jawohl! Boah, kann nicht wahr Arsch, sein. Ey. Gott sei Dank, leck mich am Arsch. Sein. Ach, Gott sei Dank bist du so ein Raudi. Das ist ja das schlimmste Spiel ever, ey. Hör mal wieder ins Gefängnis, hallo. Sie sind am ich hab dann Christian, jetzt im Stammzimmer. Wenn ich da zur Rezeption gehe, ja, immer dasselbe. 11 reicht Alter, nicht. So eine 11 ist super. 11 ist so eine schöne Ausgangslage. Ihr Zug beginnt. Komm, jetzt machen wir direkt einen Pasch hier. Komm mal direkt drüber raus da. Oh, schade. So, jetzt 2, 4, 5. 2, also. 2, 4, 5. 2, 4, 5.
6. Ach, Mann, ey. Sie sind zu Hause. Vielleicht zu komm, pasch jetzt. Ja, sechser Pasch. Da ist Knastbruder-Shit da. Gerade. Ich bleib da drin, das ist okay. Ich bleib da drin. Knast, nicht Knast. Ja! Das ist gut, oder? Das ist gut, oder? Das ist gut. Das ist sehr gut. Durchhalten. Das ist richtig gut. Das ist belastend. Zum Erfolg. Das ist 1100. Schlecht. Nice. Aber der hat auch gut Straßen, die er aber verticken kann. Kann er auch. Aber das ist schon mal eine schöne Sache. Als ob diese Hurens Parkstraße hier einrettet, ey. Welche Tasse ist denn hier Dingsmann? LB. Was ist denn LB auf der Tastatur, Alter? Ach so. TTL. Steuerung oder. Ah, ja. Bewegt die Pfeiltasten an. Damit erkaufen Sie sich etwas Zeit. Leck mich doch am Arsch. Ah, die Welt versinkt in Schulden. Weißt du, das ist richtig wie im echten Leben. So zwei, drei Straßen haben so richtig bebaut und der Rest ist Ghetto. Ja, vor allem ist das Ghetto auch noch mit Hotels bebaut. Das ist noch schlimmer. Damit sollten Sie im Spiel bleiben. Die Braunen. Das würde jetzt reichen. Ja. Okay, dann kannst du einmal for free drüber. Sie sind am Zug. Das halten wir auch erstmal. Also wir haben halt schon die besseren Straßen halt. Mir gefällt, ne, was sie daraus gemacht haben. Komm, einser Pasch. Sieht gut aus, Jack. Das sieht gut aus. Oh. Von da aus kann man schön springen. Das sieht auch gut aus. Man kann ja nicht oh Gott sehen, was einem passieren wird. Ich muss. Oh. Okay. Eins zurück. Das ist eine bessere Ausgangsposition. Ach schon, Christian. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft. Ich kann nicht beeinflussen, weil ich würfel, falls da nicht klar. Doch, Skill jetzt benutzen! 12! 12, ja! Wiener! Das ist vorbei, Peter. Das ist die Wiener! Ja! Tauweaver? Ne, 950. Yes! Ja, das war's. Du kannst sein, dass du noch nicht an. Ja, also ich kann auch anfangen, meine Hotels wieder abzubauen und dann. Ja, aber nicht die grünen. Vielleicht. Damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Also die braunen vielleicht schon, aber. Auf die kann man noch verzichten. Verzweifelte Zeiten. Aber die geben 25 pro. Ja, aber du hast ja jetzt noch ein. Genau, die Werke und noch ein. Bahnhof und du musst nur 950 bezahlen. Das damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Den Bahnhof hast du noch. Sie haben getan, was getan werden musste. Ich bin noch 300, nee, 275. Ja, 25. Exzellent. Da hat mir gerade die Mucke voll bei mir auch. Sprung gemacht. Kohle kriegst du gleich wieder, Christian. Wie viel war das? 950? 950. Ja, das kommt nicht hin. Ja, doch, mit der Hypothek auf ein Haus. Also, vielleicht. Komm, 25. 30. Nice. Damit erkaufen das ist genau sie sich ausgekommen. Etwas Zeit. Ja, hättest sogar noch eine Straße hast, kannst du immer noch hypothekisieren. Weißt nice. Du doch? Satt und genug. Satt dieses langsame Ausflug. Bring drüber. Ist noch nicht vorbei. Ich habe schon eine schlimmere Situation gewonnen. Eine 8. Acht ist schlecht. Yes! Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Also okay. Das ist zum Kotzen. Damit haben wir uns wieder einmal erkauft. Mann! Ja. Dann macht's auch keinen Sinn. Spielen ja, wir. Gerade nicht. So mein Damen. Eins. Ne, hier, drei und dann vier und dann drei Felder zurück. Das ist auch okay. Schöne Ausgangsposition. Jetzt gleich nochmal eine 11 oder eine 9. Sie sind am Zug. Ja, komm, 11 oder 9. Ja, ja, sieht gut aus. Schmutz. Ich hoffe, Sie haben Glück. Arztschmerz. Ja, das können wir uns leisten.
Los, würfeln jetzt Sie. Jetzt muss ich wieder warten, bis hier eine ganze Runde. Das ist gut. Da ist belastend. Das ist sehr stark. Verklick dich nur nicht. Nun, das kam ziemlich unerwartet. Wobei, das ist natürlich ärgerlich. Dieses scheiß Gefängnis in diesem Hurenfickspiel jedes Mal. Sie sind dran. Ach, schön drüber. Schön drüber. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ja, komm. Zwei Sechsen. Eine Fünf. Schade. Das ist echt schade. Sie sind dran. So, Christian, zeig mal, was du kannst. Ja. Ah, schon mal nicht schlecht. Geht schon in die richtige Richtung. Ja, das stimmt. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Hui. Neun. Ah, schade. So. Oh, krass. Sie sind jetzt. Nein! Oh, ja! Nein! Nein! Doch. Ach, come on! Viel Glück. Sehr gut. Das Anlampen. So, komm mal da jetzt wieder raus, da, du Ganove. Ich will aber nicht. Geld, die schon ins Gefängnis gesteckt haben. Goldene Waschbecken haben von den beiden. Das ist echt abartig. Oh. Nee, das ist nicht gut. Das ist zu hoch. Für eine gute Ausgangsposition. Ah, doch. Sie sind zu Hause. Vielleicht viel zu hoch. Jetzt die zwei. Frage, die zwei? Ja, ja komm. Oh, oder ich mach einfach die Christianstraße, um mich noch richtig damit zu platzieren, Alter. Ich bin so dumm heute, ey. Christian geht auch mit großen Schritten gerade über den Spielfeld. Ja, aber echt. Ja, ist doch gut über die Schlosserleder. Wir haben heute echt definitiv zu wenig geschlafen. Viel Glück. Okay, komm, jetzt da rein. Das erkennt man doch schon. Alter, holen wieder! Da gib mir doch einen Knast, Junge! Wiki, Wiki! Das ist prima! Aber das wäre jetzt mal fair. Dreimal, da wäre er ja auch reingekommen, quasi. Er stimmt mit der 9. Ja, ja, ist okay. Ja, sehe ich mich doch. Ihr Zug beginnt. Komm, dieses Spiel. Komm, mach Ende. Ja. Das ist gut. Das ist gut, oder? Nee. Das ist doch scheiße! Alles immer kacke. Kann doch nicht wahr sein. Sie sind am Zug. Jetzt komm, Christian, habt doch Erbarmen. Pasch. Oh, drüber. Genau auf Freipark. Ja, nice. Das nenne ich sicher. So, jetzt eine 10. Nee, keine 10. Eine 12. Eine 2. Eine 12. 3. Okay. Ist okay. Potenziell mit einer 10 ist er gefickt. Oh Mann. Willst du? Ah, macht wahrscheinlich Sinn, wa? Alter, ich muss dein Idi-Häuser verkaufen. Nee, noch kannst du es dir so leisten. Ja, aber sobald ich die Hotels verticken muss und die Häuser da wegnehmen muss. Ja, aber gerade kannst du es einfach so leisten. Jetzt. Risiko, du stehst 20 Runden im Knast, weißt du, und hast zwei Straßen bebaut. Ich muss mal Risiko gehen. So, tschüss. Ah, ne, oder? Ja! Yes! Schlaue Investoren geben niemals auf. Das ist gut. Das ist nice. Hast einen freien Sprung mit. Sie sind am Zug. Den hatte der vorher auch. Nee, vorher hatten wir keinen freien Sprung, ohne abzubauen. Wir hätten nur 700. Zu den Besten. Die hellblaue Nase. Oh, was? Verstehe. Er hat nur 330. Alter, das wird alles nicht richtig angezeigt hier am Rand. Gut. Müssen investieren. Los, würfeln Sie. Come on! Mir
gefällt, was sie daraus gemacht haben. 2. Quatsch. Oh, es ist ärgerlich knapp. Oh, bitte nicht renovieren. Es wird etwas Gutes passieren. Ich spüre es. Ja. Nee. Das ist okay. Krass. Anyway. Okay. Viel Glück. So, nachdem der jetzt boutiquisiert hat, wäre schön, wenn er mal hochwürfelt. Nimm die 3. Sicher? Nee, da sind zwei wichtige Sachen drin. Wir nehmen die 8. Da kommen wir nämlich nicht drauf. Jo, stimmt. Sie sind zu Hause. Also hoffentlich nicht drauf, weil sie, dass man hochwürfelt. Ah, ah. Das ist gut, oder? Nee, das ist wieder die Uhr, eine neue, neue Scheiße. Den Spieler bezahlen. So, jetzt kommt bitte, spring mal drüber einfach. Einfach weg, schnell weg. Oh! Nein, der geht schon wieder in den Knast. Das, nee, das, nee, das kann er nicht. Nee, das, das kann er nicht. Also 4 nicht? Nee, doch, 4 oder 5 nicht? Die 1. 1. Ist das richtig? Enter. A. Ah. A. Ich hab mich schon Bubble verdrückt heute. Ah, Scheiße, Alter. Endlich daheim. Komm, wir springen haben darüber, Sie Jay. Schon über den Ausbau nachgedacht? Ja, 7, 8, ja, okay. Aber auch nur so hoch, wie es muss. Oh! Au! Er ist ja hypothekisiert. Ah ja, stimmt. Sie sind am Zug. Komm, warte, brauchst du jetzt 12? Ist okay, das ist okay. Das ist okay. Sie das ist ein guter, guter Standpunkt, ja. Von die Roten. Naja. Da kommt Sie und springen. Sehen wir, was die Zukunft bringt. Oh, ja. Das sieht gut aus. Das war. Das ist richtig. Das ist. Das ist doch zum Kotzen! Jemand besitzt dieses Gerät bereits. Ja, du bist dann auch Schlosserlee und stimmt, danach. Ja, ich vertue mich da immer. Ja, ich auch. Oh, das ist doch zum Kotzen. Also komm frei. Schon, komm schon, komm schon, komm schon! Das ist gut. Nein! Manchmal muss man den Preis bezahlen. Okay. Das ist doch zum Kacken. Der hat alles gut. Ah, nee, der hat ja entbutikisiert. Das ist doch zum Kacken. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Brauchst du noch die und die Lila, ne? Oder? Ja, reicht dann. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Nee, oh! Scheiße. Oh Mann, Alter. Damit erkaufen sie sich. Mann, ey, da habe ich mich gut gefühlt eigentlich, so mit dem. Komm, Alter, springt okay, jetzt direkt und gibt den Tausi zumindest wir zurück. Haben 5 Dinger, ja, come on! Oh nee, und jetzt macht oh, er oh Gott! Aber das ist alles unangenehm. Ich finde die 8 gar nicht so schlecht. Ja, die 8 ist, glaube ich, echt gar nicht so schlecht. Ja, das ist wahrscheinlich nur das Beste. 1, 2, 3, ja, das ist der ein lila Nerd, ne? Ja, der ist gerade gestrichen worden. Sie sind dran. Jetzt mach keinen Einserfasch. Nee, nee. Hab ich nicht vor. Die braunen wieder. Geil. Da wird. So, jetzt. Komm, Chris, komm. Jetzt aber. Komm! Was denn? Oh, ja! Oh, jawohl! Das ist kann ich. Werftet doch nicht scheiß 3, ey, so eine Kacke ist fällig. Das ist es. Jetzt kannst du sogar einmal bezahlen. Von der Money her. Ja. Sie sind da. Nicht ganz, aber fast. Ja, ich fing ja gerade erst wieder an. Ah, Ender. Ich weiß nicht, was Ender ist, aber ich würde sagen. Die linke, die 3. Ganz klar. Ah. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Ich check lieber zweimal gegen. Ja. Nachdem ich das so schon geschickt gebaut habe. Was ist das für ein Nervenkrieg, ey? Jetzt geh, jetzt kannst du komplett payen. Oh, schade. Ja, hat ja gewesen. Solange sie mal zu Besuch sind, haben sie nichts zu verlieren. Komm, Chris. Komm. Ein schön hohes. Okay. Ach, was. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Ach, komm schon. Okay. Schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, einmal Krankenhaus, viel okay. Viel Glück. Es ist noch.
Sie sind zu Hause. Wie oft ich da auf dieses Orange. Komm schon, Schnarren aus. 4 oder 6. Komm drüber da jetzt. 7, nein. Und dann plus ein bisschen. Plus ein bisschen. Ja, okay, aber von das kann man auf die Uhr springen. Wir haben, wir verdienen mehr Geld, als wir ausgeben, gefühlt. Wegen scheiß Losrunden. Ja, aber... Wir schieben uns gerade dann Geld hin und her. Du kannst mal langsam payen, ey. Haben. Ja, pay jetzt. Die ganze Zeit schon. Pay jetzt. Oh, 9. 9. 9 ist schlecht. 9 ist der Bahnhof. 9 ist der Bahnhof, ja, genau. Manchmal. Was denn? Wir spielen da drüber, Jay. Jetzt, 5. Jetzt wird immer wieder Zeit hier. Ne 5. 9 wäre schön. Ne 5. Ja! Nein! Das ja! kann doch nicht wahr sein! Das ist zumindest schon mal gut. Das ist doch wirklich Pain in the Ass, ey. Ohne Scheiß. Komm, Christian. 1, 3 oder 4. Sie wissen, was sie tun. Na, 10. Ohne bezahlen. So, direkt weiter jetzt. Schön hier Parkstraße. Ja. 12. Los, oder 14. 5. Ja! Ja! 5 ist okay. Also eine 11 wäre belastend. Wie gesagt, wir haben die Orangen. Also ich finde, das Gefängnis ist unangenehmer, aber ja. Ich finde, du bist da... Ja, das ist halt ja aber Gefängnis Frage, können wir bezahlen, ne? Oder die 6, um quasi zu gucken, ob wir noch eine Runde laufen. Ja, aber dann, weißt du hast die blauen und die orangen, auf die du kommen kannst. Du könntest zweimal würfeln, ja, ohne irgendwo drauf zu müssen. Also, Knast. Machen wir eine Pause. Also, ich meine, das ist nicht geil, aber nee, okay. Ist nicht. Komm gleich vorbei. Können die auch gerne mal patchen. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Okay. Easy Speed. So, hallo Christian. Ich fahr gleich mal hier vorbei. Wissen wir gar nicht. Nee, noch nicht. Steh kurz davor. Sie sind dran. Komm, 3, 4. 3er, 4er. 3? Das ist 12. Nee! Perfekt! Das ist doch scheiße! Alter, Weg schnell raus. Immerhin. Was auch immer passiert. 3 zurück. Ja! Ja! Na, komm schon. Nice. Wie kann man mit Würfeln und den Kartenpech haben? Ach, guck mal, da läuft das Hühnchen wieder zurück. Jawohl, ja, da ist sie doch. Sie müssen den Spieler bezahlen. Nice. Da ist der Toy. Da können wir wieder zahlen. Boah, der muss einmal jetzt zweimal hintereinander zahlen. Das wäre echt gut. Einmal zweimal hintereinander zahlen. Es wird etwas Gutes passieren. Ja, ich spüre es. Jawohl, schön mal ein Huni für uns. Nehmen wir. Ja, das ist nicht schlecht. Gute Ausgangsposition. Gleich Mr. Monopoly, Mann. Ich habe irgendwie das Gefühl, egal auf welcher Straße ich da stehe, eine gute Ausgangsposition. Ja, das sagt er jedes Mal. Die haben halt auf beiden Hälften haben die Dinger. Das ist überall eine gute Ausgangssituation. Ah, das Viererpasch ist cool. Ja, das ist eine gute Ausgangssituation. Ja, das ist wirklich gut. Komm, stopp. 9. Keine 9. Ruhig. Das ist okay. Das ist gelb. Oder Elektrizität. Das ist keine gute Ausgabe. Dena! Komm! 10 oder 12! Monopoly Mann! Nein! Er macht nur 2! Egal, ja, gute Ausgangsposition! Noch ein Zweierpasch. Komm schon! Ja! Yes! Dann ist das Hotel. Ich glaube, das ist wirklich Christian. Weil jetzt müsstest du an die Hotels rangehen. Und das ist halt. Dann sind frei. Belastend! Ja! Boom, Janice! Leck mich am schade, Arsch! Schade. Boah! Huiuiui! Ja, gutes Spiel. Ja, deren Monopoly-Skill war einfach zu krass. Ja, die Orangen reißen halt, wa? Glückwunsch an Bram. Und immer hat die Grünen noch kein Spiel gewonnen, weil die Grünen zacken. Boah. Ja, aber immerhin mussten da mal Leute bezahlen. Also, fand Orange war heute echt schwach. Hätte ich echt mehr erwartet von, vor allem, weil wir zu früh hatten. Aber gut. Ohne die Blauen hättet ihr dann wahrscheinlich nicht... Ja, also, das die stimmt. Waren schon die wichtig, dass da rein investiert wichtig. Wurde, sag ich jetzt mal. Ja. Okay, das war mal wieder eine Folge Monopoly. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.